Die Medikamentenengpässe beschäftigen die Österreicherinnen und Österreicher natürlich weiterhin. Wir berichten seit Monaten darüber. Ich habe jetzt bei mir über Skype zugeschaltet Herrn Alexander Herzog, der Generalsekretär von FAMIG. Und für alle, die es nicht wissen, FAMIG ist die freiwillige parteipolitisch unabhängige Interessensvertretung der österreichischen pharmazeutischen Industrie. Grüß Gott, Herr Herzog, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, grüß Gott, Mahlzeit und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir hoffen natürlich, dass Sie wieder mal ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Denn natürlich, wir sind weiterhin, oder die Österreicherinnen und Österreicher sind weiterhin sehr beunruhigt. Spätestens bei der nächsten Infektion, bei der nächsten Grippewelle hat man Angst, dass man keine Medikamente bekommt. Wie akut ist denn derzeit die Lage für Sie? Wie würden Sie das einschätzen hier in Österreich? Ja, es gibt ein öffentlich zugängliches Register, wo die Produkte auch aufgelistet sind, die im Moment schwer oder nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar sind. Das hat im Moment so rund um die 600 verschiedene Produkte, wobei dort auch verschiedene Packungsgrößen drinnen sind. Also es kann durchaus sein, dass eine 20-Stück-Packung lieferbar ist, aber vielleicht eine 30-Stück- oder eine 10-Stück-Packung nicht lieferbar ist. Das muss man dann auch berücksichtigen. Aber insgesamt dürften das auf Produktebene knapp über 200 Produkte sein, von etwa 20.000, die im Moment eingeschränkt oder nicht verfügbar sind. Mhm. Wir haben eben auch berichtet von über 600, die eben mehr oder weniger schon sehr knapp oder gar nicht mehr vorhanden sind. Dann sind aber doch sehr wesentliche dabei, die man zum Beispiel kennt von vielleicht der Hausapotheke. Ich glaube, Parkemed war unter anderem dabei. Nurreflex für Kinder, die Zäpfchen, dann doch sehr essentiell. Kinder vielleicht, wenn man weiß, das haben sie immer gut vertragen. Wie löst man diese ganze Problematik bis jetzt? Man hört immer wieder von Ausweichmedikamenten natürlich. Wie funktioniert das bis jetzt? Ja, wir raten allen Patientinnen und Patienten, sich da hier zu ihrem vertrauensvoll zu ihrem Hausarzt auch zu wenden. Der schaut dann, ob ein anderes, ein Alternativpräparat auch möglich ist und verschreibt dann dieses Präparat. Bei den nicht verschreibungspflichtigen, nicht rezeptpflichtigen Präparaten kann natürlich das Gespräch mit dem vertrauensvollen Apotheker auch helfen, um hier gut weiter zu versorgt werden. Mhm. Jetzt unterhalten wir uns natürlich auch im Studio immer mit einigen Gästen, die dann wirklich sagen, wie kann das denn eigentlich sein? Jetzt weiß man schon so lange, dass das irgendwie ein großes Problem ist. Wieso kann man das nicht lösen? Woran liegt das eigentlich? Herr Herzog, ich gebe die Frage weiter. Ja, woran es liegt, ist relativ einfach. Wir haben die letzten 2-3 Jahre während der Pandemie de facto fast keinen Absatz gehabt an Produkten, die auf Erkältungen gewirkt haben, die Fiebersenken gewirkt haben. Das war klar, weil durch das viele Masken tragen und dass viele zu Hause bleiben, wir erinnern uns Lockdown, hat man sich natürlich auch weniger infiziert. Dadurch ist das Immunsystem auch geschwächt worden. Wir haben heuer die genau umgekehrte Situation. Wir haben eine dramatisch hohe Nachfrage. Die Leute gehen wieder mehr auf die Straßen. Die Leute tragen auch deutlich weniger Masken. Bis auf Wien gibt es ja keine Maskenpflicht mehr. Dazu kommt eine Grippewelle, die alle Prognosen übertroffen hat in ihrer Schwere und Intensität. Und dazu kommt auch noch der RPV-Virus, der vor allem auf die Kleinsten unserer Gesellschaft wirkt. Und alle diese Faktoren zusammen stellen eine große Ausnahmesituation dar, die heuer auftritt und die wir so noch nicht gesehen haben. Wie kann man da jetzt entgegenwirken? Was kann man da jetzt unternehmen? Oder wie kann man vielleicht auch die Leute beruhigen, dass man sagt, okay, es ist aktuell nicht vorhanden, aber man weiß schon, in, ich sag mal, 3 Wochen könnte es wieder lieferbar sein, oder reden wir da wirklich von Monaten? Na klar ist das natürlich einerseits nur, weil ein paar pharmazeutische Unternehmungen nicht liefern können, es noch zu keinem Versorgungsengpass kommt. Also das muss man auch unterscheiden, weil oft Produkte, die von pharmazeutischen Unternehmungen nicht geliefert werden, dann noch auf Lager liegen beim Großhandel oder auf Lager liegen bei den Apotheken. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch Produkte, die vielleicht sehr ähnlich wirken, die vielleicht sehr ähnliche Stoffe haben, die wirken, die halt nie die gleichen haben, aber die sehr ähnlich wirken. Und daher haben wir auch die Situation, dass in Wahrheit kein Patient, keine Patientin im Moment unversorgt bleibt. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir auch geben möchten. Es kann vor allem bei Kindern einmal passieren, dass vielleicht eine andere Geschmacksrichtung vorrätig ist. Wir wissen, dass Kinder hier sehr empfindlich auf ihre gewohnten Geschmacksrichtungen, vor allem bei den viel zitierten Hustensäften, reagieren. Aber dennoch gibt es Produkte, die wirken. Sie haben mich gefragt nach der Zeitspanne. Ganz klar ist, wenn die jetzige Grippewelle und die jetzige Saison abklingt, und die ist schon im Abklinken, wird sich die Situation natürlich dramatisch verbessern. Das ist ohnehin klar. Das heißt, diese große Angst, die man dann doch irgendwie hat, wenn man natürlich hört, 600 Medikamente nicht vorhanden, die wichtigsten dabei, die man vielleicht kennt, dennoch kein Grund zur Sorge.
Wie gesagt, die 600 Produkte beinhalten auch verschiedene Packungsgrößen. Das heißt, wenn bei einem Produkt 3 Packungsgrößen lieferbar sind und 4 Packungsgrößen nicht lieferbar sind, dann ist das Produkt 4-mal in der Liste. Deswegen habe ich gesagt, ungefähr 200 Einzelprodukte, wenn man das runterbricht auf Einzelprodukte, sind nicht verfügbar. Das ist etwa 1% des Medikamentenschatzes. Das ist nämlich für diejenigen, die es brauchen, unangenehm, weil sie sich nach einem Ersatzprodukt umschauen müssen. Aber es ist nicht so, dass wir einen Versorgungsengpass haben. Jetzt ist ein ganz weiteres großes Thema immer wieder mehr oder weniger, wo die Produktion dann hin verlagert hat. Ne? Also man kann ja sagen, die Produktion sei ja nicht aus Europa nach Asien einfach abgewandert, weil es hier nicht möglich gewesen wäre. Es geht natürlich unter anderem auch immer um eine Gewinnmaximierung, ist ganz klar, ne? Ist natürlich mit viel Geld verbunden. Was sagen Sie, wäre da eine Lösung? Kann man das Ganze wieder nach Europa zurückholen? Wäre das realistisch? Also ich glaube, das Wort Gewinnmaximierung nimmt hier niemand in den Mund. Es ist schlicht und ergreifend so, dass die europäischen im Allgemeinen und das österreichische Gesundheitssystem im ganz Besonderen einfach für breitflächig verfügbare Produkte sehr niedrige Preise verlangt, teilweise extrem niedrige Preise. Es ist ja tatsächlich so, dass Sie für ein hochwertiges Schmerzmittel, das nach modernsten pharmazeutischen Standards hergestellt wird, in einer 10-Stück-Packung weniger bezahlen als für eine Wurstsemmel bei einem Lebensmittelhändler. Das ist natürlich einerseits gut, weil dadurch die Bevölkerung breitflächig versorgt werden kann, stellt andererseits auch die Hersteller vor gewaltigen wirtschaftlichen Herausforderungen. Und die Frage ist hier nicht der Gewinnmaximierung, sondern die Frage ist, ob ein Produkt überhaupt wirtschaftlich dargestellt werden kann. Und das ist auch der Grund, warum man in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten aufgrund dieses sehr starken Preisdrucks sukzessive in der Produktion in den preiswerteren ostasiatischen Raum ausgewichen ist. Eine Rechnung, es ist ähnlich wie vielleicht bei der Gasversorgung. Man hat sich lange Zeit erfreut am billigen Gas oder jetzt auch an billigen Medikamenten, kommt aber drauf, dass wir uns natürlich hier in eine Abhängigkeit begeben haben. Und ich glaube, es wäre gut an der Zeit, wenn wir bei dieser Abhängigkeit etwas gegensteuern würden und die Produktionen stärker in die Europäische Union verlagern würden. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ja, es wäre absolut möglich, aber natürlich wäre auch eine Preisanpassung mehr als notwendig. Wie sieht dieses Preisproblem, Sie haben es eh schon kurz gesagt, teilweise ist es billiger als eine Wurstsemmel, was ja unglaublich klingt eigentlich. Ich habe gehört, das ist ein langwieriger Prozess, bis es dann wirklich so weit wäre, dass die Preise angepasst werden können. Vielleicht können Sie das noch expliziter erklären. Ja, ganz grundsätzlich ist es so, dass bei allen Medikamenten, bei allen Produkten, die in der Apotheke abgegeben werden, egal ob sie vom Patienten selber bezahlt werden, also unter der Rezeptgebühr, oder ob sie vom Gesundheitssystem bezahlt werden, sprich über der Rezeptgebühr, wo der Patient nur die Rezeptgebühr bezahlt und die Differenz bezahlt das Gesundheitssystem. Alle Produkte müssen durch ein Preisfeststellungsverfahren bei der Sozialversicherung durch. Das ist gesetzliche Regel. Und das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass Änderungen an diesem Preis nach oben und nach unten wiederum der Genehmigung durch das Gesundheitssystem bedürfen. Daher ist der Prozess schon einmal per se natürlich zeitaufwendig, weil das muss gut begründet werden und es wird nur in Einzelfällen genehmigt. Man spricht das idealerweise vorher ab, weil diese Anträge kosten ja auch Geld, wenn sie das Unternehmen bei der Sozialversicherung einbringt. Und daher ist dieser Prozess per se langwierig. Was wir uns vorstellen, ist, dass es eine gesetzliche Möglichkeit gibt, dass es den Unternehmen gestattet wird, eine Art automatische Preisanpassung im Rahmen der Inflationsrate, die ist ja veröffentlicht, Jahr für Jahr vorzunehmen. Das würde hier zumindest den ärgsten Preisdruck nehmen und würde aber auch ein sehr klares Signal an die Industrie aussenden, dass man sagt, ja, wir verstehen, dass ihr ein Thema mit den Produktionskosten habt, wir verstehen, dass ihr deshalb nach Asien abgewandert ist, wir möchten euch wieder zurück nach Europa haben und deshalb versuchen wir euch hier zu motivieren. Herr Herzog, was würden Sie sich hier von politischer Seite wünschen? Wie viel hören Sie da, wie viel wird hier dafür eigentlich getan aktuell? Ich glaube, die Politik weiß sehr wohl, dass hier kurzfristig und wir sind hier alle miteinander, das Gesundheitsministerium, die Behörde, die Großhändler, die Apotheken, wir als Hersteller, wir sind ja sehr gut vernetzt und verzahnt und sprechen ständig, fast täglich miteinander. Es gibt auch eine institutionalisierte Plattform seitens des Bundesministeriums, die gibt es schon seit Monaten, die sogenannte Taskforce Lieferengpässe. In dieser Taskforce wird fast täglich oder jetzt zweitäglich
die Situation gemonitort und wird beschlossen. Ich habe den Eindruck, dass die Politik sich der Situation sehr wohl bewusst ist. Die Gespräche sind durchaus positiv und verständnisvoll. Aber ja, wir werden auch der Bevölkerung gemeinsam langfristige Maßnahmen präsentieren müssen, wie wir verhindern, dass so etwas nächstes Jahr wieder passiert. Und abschließend noch, wie realistisch ist das, dass auch diese Maßnahmen wirklich stattfinden, um das eben erneut zu verhindern? Ich bin da sehr zuversichtlich. Sehr gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Herzog, danke Ihnen vielmals für das äußerst spannende Interview. Und ja, wir sind vielleicht nicht zum letzten Mal heute hier im Gespräch, denn das Thema wird uns sicher noch länger beschäftigen. Danke Ihnen vielmals. Dankeschön.